So, jetzt haben wir einen schönen Stellplatz gefunden. Ja, und er war so ruhig heute Nacht zum Schlafen. Ja. Man hat überhaupt nichts gehört. Ein Riesenstellplatz. Für weit über 100 Fahrzeuge, natürlich nur im Sommer. Ja. Auch steht auch bei der Eintritt kostet 13 Euro. Mhm. Allerdings sind die Versorgungen zu abgeschlossen. Aber wir haben uns gedacht, abgesperrt war es nicht, dann fahren wir halt einmal drauf. Zumal wir sind ja hier nicht alleine gewesen, es waren so circa 5. Nein, die sind ja später gekommen. Ja, aber einer stand schon da und die anderen sind dann im Laufe des Abends noch dazugekommen. Also standen ungefähr so 5 Fahrzeuge hier auf dem riesen Areal verteilt. Also es war auf jeden Fall super. Und heute haben wir gesagt, da bleiben wir jetzt ein, zwei Tage stehen. Und dann klopft es heute früh. Dann war das die Gemeinde, die wollte nicht die 13 Euro kassieren. Da kam niemand zum Kassieren. Nein. Aber sie haben gesagt, es beginnen Baumaßnahmen. Letzte Woche hätten wir hier problemlos stehen können. Nächste Woche kann man hier problemlos stehen. Aber diese Woche nicht, weil hier Baumaßnahmen. Ja, und die ersten Baufahrzeuge sind auch schon aufgefahren. Also der Platz wird hier schön hergerichtet, sodass, wenn ihr dann irgendwann hierher kommt, habt ihr dann einen ganz tollen Platz. Also nächste Woche könnt ihr kommen, da ist der Platz schön renoviert und offensichtlich kostenfrei. Also die verlangen jetzt im Moment wohl nichts dafür. Mhm. Und ist direkt am Meer, wunderschön. Ja, da ist nur diese Düne und es war so schön. Und ich wäre jetzt so gerne da mit den Füßen noch reingegangen. Aber jetzt müssen wir uns halt ein neues Plätzchen suchen. Vielleicht klappt es noch mit meinen Füßen im Mittelmeer. Ja, klappt es noch. Gehen wir rein, der Wind ist frisch. Ja, es ist kalt. Also in der Sonne, die ist schon richtig schön angenehm, aber der Wind ist frisch. Ja, jetzt gehen wir rein und fahren und schauen, wo wir unterkommen. Jawohl, und noch ein kleiner Schwenk um den Platz herum. So schön. Also mit dem Fahrrad, das ist ein bisschen schwierig teilweise, weil hier sehr viele Sandverwehungen sind. Mhm. Aber die Gegend ist natürlich wunderschön und vor allen Dingen um die Jahreszeit keine Menschenseele oder fast keine Menschenseele unterwegs. Ja, und es ist gut, dass wir jetzt schon in das Naturschutzgebiet gehen, weil es scheint sich leicht zuzuziehen. Ja. Also so strahlend blau wie gestern der Himmel war, ist er heute leider nicht mehr. Aber wir gucken jetzt mal, was wir noch alles zu sehen kriegen. Und ich hoffe ganz stark auf Flamingos. Schauen wir doch mal. Schauen wir mal, ob wir welche sehen, ja. Also hinter uns in dem Gebiet sind hundertprozentig Flamingos. Aber es ist Naturschutzgebiet und da gebietet sich das von selbst, dass man hier keine Drohne fliegen lassen darf. Ja, ist ganz klar. Und auf der anderen Seite, der Helle macht gleich einen Schwenk. Da ist das Mittelmeer. Also es ist ganz toll und jeder, der in diese Ecke kommt um diese Jahreszeit, es ist zwar windig, aber es ist trotzdem, wenn es windstill ist, sehr angenehm. Ja. Jetzt haben wir Flamingos getroffen, die sind ein Stückchen weg, man hat es aber vom Damm aus gesehen und jetzt habe ich gedacht, da fahren wir ein bisschen ins Gelände rein. Leider fehlt hier ein Brückchen, damit wir hingehen können und zum Durchwarten ist es uns nicht wert, Ossi, oder? Nee, das ist zu kalt und ich glaube auch nicht, dass man das soll. Wir lassen den Flamingos ihre Ruhe. Ja, aber schön wäre es schon gewesen, wenn wir ein bisschen näher hinkommen wären. Ja. Auf jeden Fall. Ja, weil da geht nämlich ein Fußweg geht hin, man müsste nur das kleine Stück hier überwinden. Wir wissen allerdings nicht, wie tief es ist und wie kalt es, können wir uns nur vorstellen. Nee, viel zu kalt für mich. Keine Flamingos aus der Nähe, wir haben sie gezoomt, vielleicht kann man es erkennen beim Zoom, oder?
Ja, wäre natürlich schön. Aber immerhin habe ich etwas gesehen. Na also, wo sie zufriedengestellt ist, ist schon die halbe Miete. Ja, vielleicht sind immer sogar noch welche, die etwas näher da sind. Endlich haben wir Flamingos gefunden. Die Ossi ist ganz glücklich. Ja, deswegen wollte ich doch in die Camargue und jetzt habe ich sie gesehen und es ist einfach toll. Leider marschieren die immer weiter raus, aber ich hoffe, ich habe ein paar schöne Fotos machen können. Ich habe auch nur ein paar Fotos gemacht. Es ist einfach schön, wenn man die Tiere so in der freien Natur beobachten kann. Macht einfach unendlich Spaß. So, jetzt sind wir hier am Leuchtturm, ungefähr 13 Kilometer von Sainte-Marie-de-la-Mer entfernt. Ja. Wunderschöne Gegend, sehr viel Landschaft, ja, sehr wenig Menschen, zumindest um die Jahreszeit. Mhm. Und einige Flamingos. Ja, ich bin immer noch ganz happy von denen, dass ich diese Tiere gesehen habe. Freut mich ungemein. Ja, Tag ist gerettet. Aber jetzt wollen wir euch noch was dazu sagen. Hier ist ja jetzt dieses Rhone-Delta. Und ich bin mir eigentlich sicher, das Rhone-Delta besteht nämlich aus der großen Rhone, also Grand Rhone, und der kleinen Rhone, Petit Rhone. Und wir sind jetzt hier in der, bei der großen Rhone. Ja, und wo ist sie? Ja, das hier. Alles hier, also das Wasser, das ist alles hier, das Delta. Das zählt alles da dazu. Okay. Und dieses Wasser hier, was man da zum Teil sieht, das ist ja auch salzig vom Mittelmeer her. Ja, ist klar, es sind auch überall Warnungen angebracht, dass hier Überschwemmungen sind. Also das, bei Sturm kommt dann das Meer hierher. Mhm, vermutlich. Und jetzt, da geht hier noch, zeig mal, da seht ihr diesen Weg. Den könnte man jetzt noch 18 Kilometer weiterfahren oder laufen, je nachdem, wie die Wegbeschaffenheit ist. Ja. Wie die Wegbeschaffenheit ist. Und da kommt man dann zu Saline. Also hier wird also auch Salz gewonnen. Aber wir fahren zurück? Ja. Ja klar, das sind jetzt glaube ich ca. 15 Kilometer, meine ich. Also bis ja, 13 nach Wegweiser, ja. Ja, ich weiß ja nicht bis wohin. Also das fahren wir jetzt wieder zurück. Zum Teil müssen wir ja laufen, weil das ja Sandverwehungen zum Teil auf der Fahrbahn sind und unsere Räder, die rutscht uns weg. Aber die paar Meter kann man gut laufen, sogar der Helle. Ja, ja. Ja, ja. Also dann würde ich sagen, fahren wir jetzt wieder zurück und wir genießen. Zieht euch Handschuhe an, dann fahren wir zurück. Ja, von der Temperatur her ist es eigentlich recht angenehm. Aber der Wind ist frisch. Der Wind ist frisch und deshalb fahre ich auch mit Handschuh. Ja. Aber es macht unheimlich Spaß. Genau. Also, wir fahren wieder zurück. St. Maries, nach der wohl auch der Ort benannt ist. Mhm. Und der Ort ist ja auch bekannt, dass hier von Sinti und Roma jedes Jahr ein Treffen stattfindet, ja, wo sie dann auch die Madonna ins Meer tragen. Ja. Ah ja, okay, das wusste ich jetzt nicht. Also, ich habe nur mitbekommen, dass hier immer ein großes Fest ist. Ich glaube, im Mai ist das. Ja, und da sind dann auch jede Menge von dieser Volksgruppe vorhanden. Mhm. Und das hat die Bewandtnis, dass wohl nach Christi Tod Maria Magdalena und noch etliche andere. Zum Beispiel die Martha, glaube ich noch. Ja, und die Sarah, aber das ist nicht ganz überliefert. Bibelfest sind wir nicht. Ja, aber, Die sind wohl ins Mittelmeer geflüchtet und sind dann hier angelandet, ohne dass sie Ruder oder Segel dabei hatten. Und deswegen gilt es als heiliger Ort. Und hat man die Kirche da gebaut. So habe ich es gelesen, Ossi, oder? Ja, genau. Und hier unter der Kirche soll Süßwasser sprudeln. Oder an dem Ort hier. Deshalb haben die hier auch hier gesiedelt dann. Aha. Also,
kann man auf jeden Fall anschauen. Die Kirche ist imposant für die niedrigen Häuser hier. Und man sieht sie schon von Weitem, wie wir jetzt da unterwegs waren beim Leuchtturm, haben wir dann als erstes die Kirche gesehen. Ja, und jetzt gehen wir mal rein und mal schauen, wie sie von innen aussieht. Zeigen wir euch auch noch, aber zum selber anschauen müsst ihr dann herkommen. Ja, wie immer halt. So, jetzt sitzen wir wieder in unserem Wohnmobil. Ja, und nach diesem wunderschönen Tag, den wir heute wieder mal hatten, gibt es Französisch. Ja. Mit Wein aus der Camargue. Oh, der Helle verzichtet auf sein geliebter Trollinger. Der hat sogar einen Korken. Oh, haben wir einen Korkenzieher da? Schweizer Messer. Ja, und ich glaube, ihr hättet einen Korkenzieher. Ja. Aber wenn man schon ein Schweizer Messer von der Ossi gegönnt bekommt, ja. Da muss man es auch zum Einsatz bringen, damit sie sieht, dass das nützlich ist. Ja. Danke, danke. So, dann probieren wir erstmal. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, kann man schon gut trinken. Ja. Also kann man trinken. Ist halt kein Trollinger. Nein, natürlich nicht. Und ich habe gelesen, dass der Wein in der Camargue nicht so das, das Beste kann man ja jetzt nicht eigentlich sagen, aber nicht der hochwertigste ist. Ja, oder halt, wie heißt es eigentlich so schön? Gut ist, was einem schmeckt. Ja. Und den kann man auf jeden Fall trinken. Also uns schmeckt auf jeden Fall die Camargue, das müssen wir mal ganz klar sagen. Mhm. Das ist wunderschön, also die Flamingos, wir sind ja zum Leuchtturm gefahren, wir blenden auch alles ein mit Karten und so weiter drum und dran. Das wissen wir jetzt noch nicht, wie wir das gestalten, das Video, wir haben jetzt nur gedreht und waren unterwegs. Aber wir blenden das alles ein, das war eine wunderschöne Fahrradtour. Ja. Und ich muss auch eins sagen, unsere Fahrer, weil wir werden ja oft gefragt, wie wir mit dem RSM-Bikes zufrieden sind. Die haben sich extrem gut bewährt, weil wir mussten öfters absteigen, weil das war ja ziemlich Sandverwehungen. Mhm. Und von einem höheren Rad abzusteigen, da ist natürlich auch die Sturzgefahr dabei. Ja. Das war jetzt bei diesen Rädern nicht der Fall. Nee, und was der zweite Vorteil ist, da ist ein Daumengas ist da dabei bei den RSM-Rädern. Und mit diesem Starthilfe ist das ja eigentlich. Ja, oder aber so es ist auch ein Daumengas. Ja, aber die Wegfahrt. Eine Schiebeerleichterung ist es. Mhm. Und die ist wesentlich einfacher zu bedienen als bei unseren Bosch-Rädern. Mhm. Und damit konnte man das Rad ganz elegant über diese Sandverwehungen drüber schieben. Mhm. Aber das solltest du unsere Zuschauer sagen und nicht mir. Ach so. Immer nur einen Blick für die Ossi. Ja. Ja, der schmeckt echt gut, gell? Ja, geht so. Und wir haben auch noch richtig französische Käse gekauft. Ja. Also,
Wir machen es jetzt richtig französisch, nur Weintraube haben wir jetzt keine, weil jetzt ist ja auch nicht die Traubezeit. Dafür haben wir jetzt hier Mandarine. Aber lecker. So, dann zum Stellplatz wollte ich noch was sagen. Die sind wohl offensichtlich alle kostenlos. Im Moment nur über den Winter nehme ich an. Wir waren ja gestern direkt am Meer gestanden am Stellplatz. Also die Campingplätze haben zu, das sind zwei Campingplätze, die haben geschlossen. Ja, mindestens zwei. Also sind jetzt mal die zwei. Hier in Maria de la Mer sind zwei Stück, das habe ich ja nachgeschaut. Ah, okay. Die sind beide geschlossen hier. Ja. Und der Stellplatz, der war zugänglich, auf dem wir gewesen sind, da war ein Auto gestanden. Und am Abend, also wie dann Nacht eingebrochen ist, da waren es dann ungefähr fünf mit uns, ja. Und heute Morgen ist dann jemand von Gemeinde gekommen. Das haben wir aber schon heute Morgen erzählt. Ja, und hat eben gesagt, dass der Platz jetzt renoviert wird. Ja. Wir sind dann auf den Platz in der Innenstadt gefahren. Der kostet auch offiziell 13 Euro. Aber ist niemand da zum Kassieren und das Büro ist auch alles zu. Also ja, die Schranke sind auf, aber das Häusle und alles ist zu. Ja, also, freistehen ist nicht möglich, also aus unserer Sicht. Denn da sind überall die Einfahrtsschranken und ansonsten ist das Naturschutzgebiet, kann man sich sonst wo nicht stellen und wollen wir ja auch nicht. Nee. Also insoweit haben wir jetzt mit dem Platz in der Innenstadt vorlieb genommen. Ja, klar. Und der scheint wohl auch kostenlos zu sein. Im Moment. Normal kostet 13 Euro, habe ich Schild gesehen, ja. Und da waren, wie wir angekommen sind, vielleicht vier oder fünf Wohnmobile gestanden. Und jetzt ist der Platz gerammelt voll. Also ich sage, da sind bestimmt 20, 30 Wohnmobile da. Ja, da sind sie. Also irgendwo waren Nest, dass die alle herkommen sind. Weißt du, wo die alle herkommen sind? Also in dem Städtchen selber ist tote Hose. Ja. Also da ist alles zu. Es sind ein paar einzelne Lokale sind auf, aber sonst ist nichts. Also das ist wahrscheinlich rein sommermäßig. Ja. Also auf Sommer ist ein reines Touristenstädtchen eigentlich, gell? Aber es war richtig angenehm, ja, wenn es windstill gewesen ist. Der Wind war natürlich schon sehr frisch. Also ihr habt ja gesehen, Fahrrad gefahren sind wir mit den Handschuhen. Es gab halt dann kalte Hände, aber wir haben, glaube ich, so um die 10, 12 Grad heute gehabt. Und das war nur der Wind, der halt kühl war. Und zum Fahrradfahren war es mir angenehmer mit Handschuhen. Aber sonst war das ein toller Tag heute wieder. Ja, und was wir natürlich sehen wollten, was die Ursi vor allen Dingen sehen wollte, ich natürlich auch, das waren die Flamingos. Ja. Und zuerst haben wir gar nicht gedacht, dass wir da so nah rankommen an die Flamingos. Nee, aber auf einmal waren sie da, ja. Ja, es kamen dann auch noch zwei nette Franzosen, also ein Paar ist da gekommen, auch mit den Fahrrädern. Und der Helle wollte nämlich schon wieder umdrehen, weil da so ein langes Stück Sandverwehungen waren. Und die haben uns dann, also mit Händen und Füßen haben wir uns unterhalten. Wir haben uns gut verstanden. Und die haben uns dann also klar gemacht, dass es immer nur wieder so kurze Stücke sind. Und dann sind wir weitergefahren. Und so dann hat er halt auch gleich gesagt, dass es da Flamingos gibt. Und das war dann toll. Da hat die nichts mehr gehalten. Ja, und dann musste man. Dann sind wir weitergefahren und das hat sich ja tatsächlich gelohnt. Das war Fahrradtour, einfache Strecke, ungefähr 15 Kilometer. Ja, genau. Und das war gut zu fahren. Also wie gesagt, ab und zu muss man ein bisschen schieben wegen den Verwehungen. Ja. Aber es war gut und hat sich also durchaus gelohnt von der ganzen Perspektive. Wenn man in der Früh losgeht, dann kann man sogar bis zur der bis Saline fahren. Bis zu der Saline rüberfahren, dann wären es 30 Kilometer einfach. Ja? Ja, so ungefähr, ja. Aber wenn man den ganzen Tag Zeit hat, dann ist das eigentlich gut zu schaffen. Ja. Wie der Weg natürlich auch dahin ist, wie viel Sand und alles. Das wissen wir natürlich nicht. Mm-mm. Ja, auf jeden Fall, das war schön und wir können Marie ist es. Sankt Marie de la Mer. Ja, können wir nur empfehlen. Auch um diese Jahreszeit. Ja, aber wie es dann im Sommer ist, wenn die Sonne runterbrennt mit dem Fahrrad, das können wir natürlich nicht sagen. Nee, also sagen wir mal so. Wer Ruhe schätzt und die Natur, der ist jetzt eigentlich voll richtig, ja. Wer natürlich lieber Trubel mag, der muss vielleicht noch ein paar Wochen warten, bis ja alles wieder geöffnet hat. Also im Moment ist, wie gesagt, alles zu. Aber wir lieben eher die Ruhe. Ja, und das war's jetzt eigentlich, oder? Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, wieder mit uns dabei zu sein. Wir haben uns gefreut, auch über die vielen Kommentare beim letzten Video oder bei den letzten Videos. Ja. Ja. Und wir fahren
jetzt dann demnächst weiter. Also mal schauen, was wir morgen machen. Mhm. Aber wir fahren jetzt dann weiter Richtung Berbig dann. Was natürlich noch jetzt eine Information ist. Wo ist das, Berbig? Das ist Frankreich, die letzte Ortschaft in Frankreich. Ah ja, okay. Mhm. Wir sind bis jetzt komplett mautfrei gefahren. Ja. Mhm. Ganz gemütlich auf einer gut zu befahrenden Route. Also die ist natürlich langsamer als die Autobahn, ist ganz klar. Denn auf Landstraße darf man maximal 80 fahren. Man fährt durch Ortschaften durch, da fährt man 50. Man steht auch mal an der Ampel. Und dann gibt es auch Ortschaften, wo man nur 30 fahren durchfahren darf. Somit verzögert sich das natürlich ganz klar. Hallo, sind wir hier auf der Flucht oder wollen wir einfach das schöne Leben genießen? Ja, wir haben auf jeden Fall diese Mautfreiheit genossen. Es war gut zum Fahren, fand ich. Einmal aus Sightseeing-Gesichtspunkten und natürlich auch aus Sparsamkeitsgesichtspunkten. Wir sind zwar keine Schwaben, aber sparsam sind wir trotzdem. Du bist ja manchmal ein Sparfuchs. Diskutieren wir selber. Nein, es war, ist ja viel schöner, als wie nur die Autobahn zu fahren. Die Route, die wir genommen haben, die stelle ich euch auch noch rein, damit ihr das eventuell für euch mal überlegen könnt. Also wir haben in unser TomTom-Gerät eingegeben, Autobahn vermeiden, haben wir nicht eingegeben. Was dann? Mautstraße vermeiden. Ah, okay. Also die mautfreie Fahrt nach Spanien ist durchaus gangbar und wir versuchen auch auf den Rückweg wieder mautfrei zu fahren, allerdings dann eine komplett andere Route. Jetzt spielen wir mal unsere Route ein und wir können zu dir sagen, die ist, wenn man es gemütlich angehen lassen will, absolut problemlos zu fahren. Ja, genau. Und das war's jetzt. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt genießen wir unseren französischen Abend. Jawohl. Macht uns einen schönen französischen Abend. Und melden uns wieder von unterwegs. Genau. Und wenn ihr wieder dabei seid, es würde uns riesig freuen. Und ihr wisst ja, Daumen nicht vergessen. Und ihr wisst ja jetzt auch, wir machen gern Tänzchen.